Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 5. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns hier auf der linken Rheinstrecke Koblenz-Mainz und wir haben heute die Aufgabe, diesen Fernzug bis nach Mainz zu fahren. Eigentliches Ziel oder ursprüngliches Ziel ist Frankfurt Hauptbahnhof und wir befinden uns hier bei der Einfahrt in den Koblenzer Hauptbahnhof. Der RE5 hat heute etwas Verspätung, ist bereits am Ausfahren. Genau, ansonsten ist hier einiges los, wie ihr seht. Also stehen einige Nahverkehrszüge rum, die auf Ausfahrt warten, auf Weiterfahrt. Und wir stehen hier, wie gesagt, am Koblenzer Hauptbahnhof, haben Einfahrt auf Gleis 5 und machen uns dann gleich weiter auf den Weg Richtung Frankfurt über Mainz Hauptbahnhof. Und ja, dazu heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge. Es ist natürlich ein gespawnter Zug. Klar, logisch, den IC BR101 Expert kann man hier natürlich nicht offiziell auswählen, aber der Zugverbandseditor bzw. das Zug-Spawn macht es natürlich möglich. Hier, wie gesagt, der RE5, der gleich Weiterfahrt hat, von Koblenz Hauptbahnhof nach Wesel über Bonn, Köln, Duisburg, Düsseldorf und so weiter bis nach Wesel. Und ja, wir haben, wie gesagt, Einfahrt auf Gleis 5 und ich habe die Route schon soweit vorgewählt und ja, wir haben grün und deswegen würde ich sagen, legen wir los, lösen die Bremse und dann sollten wir hier langsam auch wegkommen, beziehungsweise zum Hauptbahnhof kommen. Unter 45, weil wir ein Handzeichensignal zu erwarten haben. Sie brauchen auch gar nicht zu schnell werden hier. So, wie gesagt, Gleis 5. Dann werden wir dann gleich weiter Richtung Frankfurt und Mainz fahren, beziehungsweise Richtung Mainz dann. Wobei Mainz dann natürlich das Zugpersonal wechseln wird, aufgrund mangelnder Strecke. So, den IC1 bin ich ja schon lange nicht mehr gefahren. Darum dachte ich mir, machen wir das einfach mal wieder. So mittelbar dahinter. Deswegen müssen wir ein wenig langsamer an das Ziel heranfahren, damit wir da nicht drüber sausen. So, dann öffnen wir links die Türen. Genau. Und dann sind wir soweit abverbreitet, ist, dass wir uns natürlich noch wieder eine neue Route setzen müssen bis nach Mainz. Nehmen wir mal, ja, nehmen wir das Gleis hier. So, da haben wir im Moment noch rot, aber das ist hier jetzt nicht ganz so tragisch. Es kann auch sein, dass ein anderer Zug Vorfahrt hat. Könnte der natürlich schon sein, dass der Vorfahrt hat. Nehmen wir die Türen auf, wenn er das wieder mal nicht selber macht. Dann machen wir das halt an unserem SBB, beziehungsweise an unserem EC.
sollte genügen. Ja, hier vielleicht noch. Hier steigen die meisten Leute ein. So, wir haben grün. Das nächste ist aber noch rot. Wir müssen ruhig ein bisschen Zeit lassen. Können wir uns mal kurz im RE5 anschauen. Auf dem Weg nach Wesel ist über, ja, ihr wisst Bescheid, Bonn, Köln, Leverkusen Mitte, Düsseldorf, Benrath, Düsseldorf Hauptbahnhof, Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hauptbahnhof, also um jetzt nur mal die größeren Bahnhöfe zu nennen, Duisburg Hauptbahnhof, Oberhausen, Förde und Dietzlack, schließlich nach Wesel. Also es wird echt Zeit, dass der RE5 noch kommt. Das wäre noch so ein Highlight. So, wir haben beide grün. Dann dürften wir jetzt eigentlich auch abfahren. Können die Türen schließen. Wir müssen das mal kurz anschauen, ob die jetzt auch geschlossen werden. Wenn er sie schon nicht öffnet, das sieht aber relativ gut aus. Dann würde ich sagen, los geht's. So, aber Nullstellung, dann nochmal aufschalten, dann funktioniert es auch. So, unter 24 fürs Erste natürlich. Zu befreien, dann können wir auch weiter aufschalten. Aber Nullstellung ist zwar. Ist ja bei diesem Zug schon immer mal wieder die Sicht verdrücken, weil das draußen nicht vernehmbar ist. Wunderschön. Wunderschön. Lassen wir Koblenz Hauptbahnhof. So, schon ein bisschen schneller fahren. Zwischendurch. Und da macht sich unser EC auf den Weg von Koblenz bzw. Essen Hauptbahnhof Richtung Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Köln, Koblenz und Mainz. Ein wenig umgeleitet worden.
Ach, wir fahren ohne Spitze. Ey, das geht ja gar nicht. Fahren wir ohne Spitze nicht, wenn wir jetzt will. So. Das sieht ja schon ganz anders aus. Fahren wir schön am Rhein entlang. Wunderschönem Herbstwetter, man kann es nicht anders sagen. Schön, wie sich die Bäume braun gefärbt haben, die Blätter, ist einfach nur traumhaft schön. Was ein Panorama. Wunderschön. Links neben uns der wunderschöne Rhein in seiner vollen Pracht. So, da bin ich mal gespannt, ob wir noch ein Stück schneller fahren dürfen als 140 im Streckenabschnitt. Aufschalten, ob wir nicht zu langsam werden. Ich bin echt gespannt, ob wir sogar noch in die LZB nicht, die Strecke ist an den 97ern angesiedelt. Ich glaube, da gab es das noch nicht. Auf dieser Strecke. Hä? Was ist passiert? Warum? Jetzt ein Fehler? Haben wir jetzt tatsächlich einen Fehler? Was haben wir denn jetzt für einen Fehler? Mit tatsächlich ein Fehler hier? Ja, es ist ein, hier ist die Sicherung raus, SIFA. Schließen Sie das SIFA-Absperrventil. Hauptschalter zu lösen, wenn der Hauptschalter geöffnet ist. Okay, wir müssen den Hauptschalter öffnen. So, versuchen wir es nochmal. Wir haben tatsächlich eine Fehlersimulation, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Ach so, Sieferabsperrventil schließen. So. Und dann sollte das wieder funktionieren, ne? Nee. Dann versuchen wir es anders. So, dass irgendwie. Natürlich. Jetzt sagte ich, wir haben jetzt hier ein Problem. Das ist doch jetzt. So, der ist wieder drin. Gut, dann können wir die SIFA das wieder öffnen. Die Sicherung bleibt drin. Gut. Das ist die Frage, ist der Hauptschalter auch wieder drin? Zur Sammelschiene schließen. So. Da versuchen wir es. Da versuchen wir es mal. Ob wir hier wieder weiterkommen. Okay, Hauptschalter scheint wieder drin zu sein. Wir können wieder aufschalten. Sehr schön. Da hatten wir doch tatsächlich einen Fehler. Eine Störung. Wahnsinn. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Das ist Chaos Faktor 1, ne? Nur mal so viel dazu. Aber ihr seht ja auch, selbst das reicht aus, um eine Störung zu bekommen. Einfach so random, während ich bei den Außenaufnahmen war. Also Wahnsinn. Ja, so schnell kann es gehen. Ruckzuck hat man einen Fehler drin. Und wenn man dann nicht weiß, warum, weshalb, wieso, dann kann das Szenario auch ziemlich schnell vorbei sein. Oder man deaktiviert dann halt die Störungssimulation. Aber man will ja schon, wenn man schon Expert fährt, eigentlich auch ja, das Ganze mit Störung haben. Dazu ist sie ja nun mal da. Oder wurde die ja auch entwickelt, damit man sich halt mit solchen Dingen dann auch auseinandersetzt. So wie es im Vorbild halt auch ist. Tja, direkt so am Anfang direkt eine direkte Störung. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Schauen wir, was noch so kommt. Wir haben ja noch gute 50 Kilometer bis zum Ziel. Also bin ich echt gespannt, ob da noch ein paar Störungen auf uns zukommen. Werden. Oh, wir sind schon viel zu schnell. Ei, ei, ei. Müssen wir ein bisschen bremsen. Schaut mal, der wunderschöne Rhein. Das ist einfach eine wunderschöne Strecke. Und dann bei diesem Sonnenschein, bei diesem sonnigen Wetter, den braunen Bäumen, einfach der Herbst ist auch wirklich wunderschön. Wenn man das mal so sieht, muss man das wirklich mal sagen.
120. Und dann sind es auf einmal wieder 56 Kilometer bis Mainz. Aber die linke Rheinstrecke ist an sich schon eine sehr schöne Strecke, auch wenn man jetzt von Koblenz Richtung Wesel fährt. Wirklich eine sehr, sehr schöne Strecke, das muss man einfach mal sagen. Gleich 25 fahren, welchen Bereich wir das haben. Kaum sagen, was passiert ist. Wunderschön. Man kann auch ziemlich easy hier die Geschwindigkeit einigermaßen vorwählen, also beziehungsweise die Leistung, die aufgeschaltet werden soll. Indem man halt den linken Zeiger oder den linken Tacho variabel positioniert, sag ich mal. Also indem man halt, ja, man kann ja selber bestimmen, wie hoch die Nadel gehen soll, beziehungsweise wie niedrig. Also ihr wisst schon, was ich meine. So, man kann das Ganze auch natürlich wieder abschalten, wenn man dann zu schnell wird. Die Geschwindigkeit halten und so weiter, beziehungsweise den Fahrschalter halten. Dann geht man ein wenig nach oben mit der Leistung. Ihr seht dann die Nadel. So, man kann das Ganze dann so halten. Jetzt können wir ein bisschen weiter aufschalten, weil wir 130 fahren dürfen. So, man hält das Ganze. Dann beschleunigt man, wenn man dann die Geschwindigkeit ungefähr erreicht hat, abschalten und halten, weil das jetzt schon ein Stück zu spät war eigentlich. Jetzt haben wir keine Leistung mehr. Ihr seht, dass wir direkt langsamer, obwohl wir hier leicht bergab fahren. Wenig aufschalten und halten. So, ihr seht, da bleibt die Nadel genau da stehen, wo ihr sie vorher mittels des Fahrschalters hin positioniert habt. Und dann passt das ungefähr mit der Geschwindigkeit. Es sei denn, es kommen natürlich hier Backup-Kräfte dazu, dann passt das nicht mehr. Aber wenn man jetzt genau gerade fährt oder eben fährt, also 0,0% Steigung, dann passt das, wenn man die Geschwindigkeit dann hält. Dann bleibt das ungefähr so in dem Bereich plus minus dann, dass man dann ungefähr ja, der Geschwindigkeit treu bleibt, die einem vorgegeben wird. Dann läuft man eigentlich nicht Gefahr, dann zu schnell zu fahren. Ihr seht es ja selber, so 131, 129, also so ungefähr passt das. Wenn man jetzt 2 km/h weniger fährt, ich denke mal, das ist noch zu verkraften. Man kann ja, wie gesagt, immer noch nachjustieren. Wenn man dann zu langsam wird, ein wenig aufschalten, wieder Geschwindigkeit halten, und dann passt das. So, wir sollten jetzt aber mal ein bisschen langsamer werden hier. Zu erwarten.
So. Let's see. So, bei der Störungssimulation hätte man natürlich dem Vorbild getreu eigentlich auch den Fahrdienstleiter anrufen müssen, dem die ganze Sache schildern, dem die Problematik schildern, die man da hat, den Fehler schildern. Und er hätte dann natürlich alle bei folgenden Züge warnen müssen, beziehungsweise dann auch dementsprechend auf HP0 setzen müssen, die Signale, und damit die dann halt den Abstand wahren zu mir. Also das hätte man normalerweise im Vorbild zu so machen müssen. Ja, aber das ist hier leider nicht möglich. Schade eigentlich, dass es hier keinen Funkverkehr gibt mit der Fahrdienstleitung. Das würde dem Ganzen noch ein wenig mehr Realismus geben, würde ich, sage ich mal. Wenn man da wirklich hingeht, dem Fahrdienstleiter dann den Fehler meldet, den man hier hat, und der ihm dann sagt, ja dann, wie man das Ganze zu lösen hat, versuchen soll zu lösen und. Und dass der dann die weiteren, die folgenden Züge halt dann mit HP0 erstmal stoppt, aus Sicherheitsgründen und so weiter und so fort, das wäre schon, das würde dem Ganzen wirklich noch ein wenig mehr Würze geben. Aber wer weiß, was so noch in der Zukunft kommt, im Laufe des Spiels, was da alles noch so kommt, man weiß es nicht. Vielleicht im sechsten Teil, wenn der kommt, und ist ja alles noch Zukunftsmusik, was da alles noch auf uns zukommt an DLCs und Updates und Realismus, und ich denke mal, da ist noch viel, viel, viel Potenzial und viel Luft nach oben in manchen Dingen, wo man sagt halt, ja, wir gehen noch ein Stück mehr an den Realismus ran und machen da vielleicht wirklich einen richtigen Funkverkehr mit der Fahrdienstleitung und dem Lokführer, dem TF. Das wäre natürlich auf jeden Fall mega. Das wäre wirklich die nächste Stufe auf, ja, was dann hier auf den Expert-Fahrzeugen folgen würde. Wenn man die Fahrzeuge schon so real macht, dass sie von dem Vorbild fast kaum noch zu unterscheiden sind, dann kann man da auch hingehen und einen Funk einbauen und. Das wäre schon echt nice. So, wir brauchen eigentlich gar nicht aufschalten, weil wir gleich 90 zu erwarten haben. Genau. Das Einzige, was wir machen müssen, ist sie verdrücken, ein wenig anbremsen. Da sind wir da auf der sicheren Seite. Aufschalten. Sehr, sehr schön. Sehr viel Verkehr hier. Das kommt uns laufend ein IC entgegen. Also ein IC aus den 90er Jahren.
So, dann sind es noch 41 Kilometer bis Mainz, wo das Zugpersonal dann wechseln wird, den EC dann weiter nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof fahren wird. Im weiteren Verlauf wird der Zug dann noch Richtung München fahren und dann nachher später dann noch in die Schweiz rein, Rosenheim-Salzburg. Das könnten wir eigentlich vervollständigen. Wir haben ja die Strecke, Hauptstrecke München, beziehungsweise München-Augsburg, da könnten wir ja den Zug nach München fahren. Wir könnten dann von München natürlich auch über Rosenheim nach Salzburg fahren. Auch die Strecke haben wir offiziell. Also wenn ihr das wollt, mache ich gerne nochmal so eine kleine Reise mit einem und demselben Zug. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das haben wollt. Dementsprechend machen wir das dann. Das ist unser EC hier von Essen Hauptbahnhof über Köln, Koblenz, Mainz, Frankfurt am Main Hauptbahnhof, das können wir auch simulieren. Über dann München Hauptbahnhof, Rosenheim Hauptbahnhof nach Salzburg Hauptbahnhof fährt. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt es gern in die Kommentare. So, 40 Kilometer noch. Das zieht sich auf dieser Strecke natürlich immer so ein bisschen. Ihr kennt das. Dürfen wir mittlerweile mal schneller fahren, dann tun wir das auch. Mit 40, dann tun wir das natürlich auch. So, 120. Wie vor auch sonniges Wetter. Also es ist jetzt nicht so, dass sich jetzt hier irgendwie nicht was bezieht. So, weiter geht's.
gleich 130. So, noch 33 Kilometer. Oh mein, wir müssen 120. Unserem EC Richtung Frankfurt. Leider ist schon für Mainz Schluss, aber wir könnten natürlich die Simulation fortsetzen über die Kinzig, der Kinzigtalbahn nach Frankfurt am Main, dann auf die Strecke München-Augsburg, nach München Hauptbahnhof und dann schließlich auf die Strecke Salzburg-Rosenheim und dann von Rosenheim nach Salzburg. Alles kein Problem. Ihr bestimmt das. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr darauf Bock habt. Also schreibt gerne in die Kommentare rein, seid fleißig, sagt mir, was ihr sehen wollt. Dementsprechend machen wir dann weiter. So, mit den Geschwindigkeiten geht es hier hoch und runter. Ihr seht das, jetzt gleich wieder 120.
Das ist nun mal der Streckencharakteristik geschuldet. Und Güterzug. Jetzt. So, dann schauen wir mal, ob das rote Signal bestehen bleibt. Es sieht aber danach aus. Nee. Gut, dann hat sich das Thema auch. Aber trotzdem haben wir gleich 90 zu erwarten. Nach wie vor sehr, sehr sonnig. Ihr seht das. Keine einzige Wolke an diesem wunderschönen blauen Himmel zu sehen. Ja, Wahnsinn. Jetzt geht's los. Der uns entgegenkommt. Ach du Schande, warum haben wir denn jetzt rot? Ist doch jetzt. Da will man gerade beschleunigen auf 160, dann kommt man mit so ein blödes HP0 hierher. Das ist doch wirklich tragisch.
ist es. So, so viel denn dazu, dann hat sich das jetzt auch erledigt, sehr schön. Wir schleichen mal drüber, wir die 24 nicht überschreiten, beziehungsweise die 45, aber wir können die uns wunderbar befreien. Aber das nächste rote Signal, es ist doch wirklich tragisch. Wer ist denn da im Weg? Da. Sorry, du störst. Scheint aber noch nicht alles gewesen zu sein. So, jetzt hat sich's erledigt. Jetzt können wir aufschalten. Sicherheit so eine Regionalbahn im Weg. Habe ich jetzt verschätzt. So, dann stehen unsere 160 km/h ja nichts mehr im Weg. Außer die Geschwindigkeitsbeschränkung. Und ein rotes Signal. Das darf doch nicht wahr sein. Irgendjemand ist uns da immer noch im Weg. Den ich da entfernt habe, scheint nicht der einzige zu sein, der da vor uns rumfährt. Da fährt noch was. Ich hoffe, das waren dann jetzt erstmal alle, die
die sich in unmittelbarer Nähe von uns befinden. Oder sagen wir mal so, alle die, die für uns derart im Weg sind, dass sie uns eine HP0 bescheren. Sehr, sehr schön. Ach, diese schon wieder rot. Es ist nicht zu glauben. Sich erledigt. Würde mich nicht wundern, wenn wir kurz vor Mainz auch noch mal rot haben. Der Gleis besetzt ist. Scheinen sehr viele Nahverkehrszüge vor uns zu sein, weil wir andauernd rot haben. Und das liegt mit Sicherheit an Nahverkehrszügen. Stärker in die Bremse gehen. Was ist denn jetzt Phase? Jetzt können wir uns wieder befreien. Rote Signal ist weg. Können wir wieder aufschalten. So, die letzten 9 Kilometer. Und das nächste rote Signal. Juhu!
Also, es ist irgendjemand, der uns da am Weg rumfährt, rumsteht, wie auch immer. Es kommen laufend rote Signale. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr groß beschleunigen. Und die letzten 7 Kilometer schleichen, weil es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Weil so wie es jetzt gerade ist, von der Geschwindigkeit her passt das anscheinend ganz gut mit den Signalen. Kurz bevor wir uns zu sehr nähern, springt es auf grün um. Das nächste wird dann rot. Also das nächste Hauptsignal zumindest. So, wie gesagt, wir bleiben jetzt einfach so bei der Geschwindigkeit. Dann passt das ungefähr. Vielleicht überheben wir noch 100. Dann sollte sich das eigentlich ausgehen bis Mainz. Bis 90 fahren oder 100 fahren, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Feste Ankunftszeit haben wir eh nicht. Deswegen ist mit gesporteten Zügen nie der Fall. Daher können wir jetzt eigentlich auch langsam hier fahren. Wir sind gleich eh nur noch 80. Die 160 sind, glaube ich, zu vernachlässigen, die da angezeigt werden. Hier schön in Mainz ein. Wunderschön.
Gleis 5. So wie wir auch in Koblenz losgefahren sind, da sind wir auch Gleis 5 losgefahren und in Mainz kommen wir auch Gleis 5 an. Das ist doch sehr schön. Ja, auch mal mit der nächsten Zwangsbremsung. Kann mir das mal jemand sagen? Hä? Die ist mir jetzt aber nicht ganz klar. Aber okay, dann ist das halt so. Ich weiß nicht warum. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Wenn ihr mir das erklären könnt, bitte. Ich kann es nicht. Komische Einfahrt hier aus Gleis 5, aber naja. Gut. Das war unsere Fahrt von Mainz, von Koblenz nach Mainz. Hier wird das Zugpersonal wechseln. Wenn wir hier ein bisschen komisch im Gleis stehen oder am Bahnsteig stehen, weil die Hälfte der Personen können nicht aussteigen. Naja, sei es wie es ist, es ist das, wie es ist. Machen die Türen auf, die aufgehen. Automatisch macht er das ja nicht. Hier wird es schon schwierig. Hier wird es schon schwierig. Maximal die noch, dann hat sich das Thema auch schon. Wir stehen hier komplett bescheiden, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es ist so, wie es ist. Könnt es ja auch nicht ändern. Wie gesagt, das war unsere kleine Fahrt mit dem EC von Koblenz nach Mainz auf dem Weg nach Frankfurt, München und Salzburg. Wenn ihr wollt, dass wir weiterfahren, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dann setzen wir unsere Reise mit unserem EC fort, bis wir in Salzburg ankommen. Und genau. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über Feedback von euch. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenspieler Sotrei. Ciao. Servus. Und tschüss.